Hallo, liebe Deutschlernende. Heute reden wir über die lustigen Ampelmännchen. Ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com und ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Video. Was ist ein Ampelmännchen? Nun, das Wort Ampelmännchen besteht aus den Wörtern Ampel, Mann und der Verkleinerungsform chen. Ja, im Deutschen gibt es zwei Verkleinerungsformen oder Verniedlichungsformen oder Diminutivformen, und zwar chen und Lein. Bei Ampelmännchen wird die Verkleinerungsform chen gebraucht und weil wir chen benutzen, wird das A in Mann zum Ä. Ja, wir sagen nicht Ampelmannchen, sondern wir sagen Ampelmännchen, weil das chen am Ende steht. Und Ampelmännchen sind die Symbole, die man sieht, wenn man als Fußgänger die Straße überqueren möchte. Ja, man sieht diese Symbole auf der Ampel. Ja, ich möchte die Straße überqueren und ich bin ein Fußgänger und dann schaue ich auf die Ampel und dann sehe ich entweder ein rotes Männchen, das so steht, oder ich sehe ein grünes Männchen, das so steht. Und dann weiß ich, ob ich die Straße überqueren darf oder nicht. Und warum reden wir über dieses Thema? Warum sind die Ampelmännchen so interessant? Nun, in Deutschland gibt es sehr viele Ampelmännchen. Diese Ampelmännchen wurden vor der Wiedervereinigung, vor der deutschen Wiedervereinigung entwickelt. Und so gibt es verschiedene Ampelmännchen in Ostdeutschland und Westdeutschland. In Westdeutschland sehen die Ampelmännchen so aus. Und ich würde sagen, es sind eher Ampelmänner. Ja? Sie sind nicht wirklich niedlich. Aber in Ostdeutschland sehen sie so aus. Und man muss schon zugeben, sie sind ein bisschen niedlich. Sie sehen ein bisschen süß aus. Gerade im Vergleich zu den Ampelmännchen in Westdeutschland. In Ostdeutschland sind die Ampelmännchen ein bisschen kleiner, ein bisschen runder und sie haben einen lustigen Hut. Die ersten Ampeln für Fußgänger gab es in den 1950er Jahren. Und in den 60er Jahren wurden die Ampelmännchen entwickelt. Man wollte sie so entwickeln, dass sie auch für Kinder verständlich sind. Ja, und man muss zugeben, sie sind sehr einfach zu verstehen. Ja, auch kleine Kinder wissen schnell, was von ihnen verlangt wird. Ja? Sie wissen, sehen schnell, ob sie über die Straße gehen dürfen oder nicht. Ein Spiegeljournalist sagte später Folgendes über das ostdeutsche Ampelmännchen. Er meinte, das Ampelmännchen verbindet Schönheit mit Effizienz. Charme mit Zweckmäßigkeit, Gemütlichkeit mit Pflichterfüllung. Man kann also sagen, das Ampelmännchen ist typisch deutsch. Ja, wir Deutschen sind dafür bekannt, dass wir sehr effizient sind und unsere Pflicht erfüllen und so weiter. Aber man muss wissen, das
dass wir Deutschen auch gemütlich sein können und wir können schöne Dinge produzieren. Insofern ist das Ampelmännchen sehr typisch deutsch. Viele Menschen finden das Ampelmännchen sehr niedlich und deshalb gibt es Geschäfte, in denen man Souvenirs mit dem Ampelmännchen kaufen kann. Das hat auch mit Ostalgie zu tun. Ostalgie ist die Verbindung der Wörter Osten und Nostalgie. Osten, Nostalgie, Ostalgie. Manche Leute erinnern sich nämlich mit Sentimentalität an die DDR. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, aber die Nostalgie ist auch nicht mehr das, was sie früher mal war. Ja, und es gibt übrigens auch eine Ampelfrau und sogar Ampelpärchen. Das war's über das Ampelmännchen. Jetzt hast du ein kleines bisschen mehr über die deutsche Kultur erfahren. Und wenn du einmal Deutschland besuchst oder vor allem Berlin, dann findest du vielleicht ein Ampelmännchen-Laden. Und jetzt weißt du auch, warum es diese Läden gibt. Ich bin Marco und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss und immer fleißig lernen. Ciao, ciao.